Schluss mit der Trauer, Schluss mit den Tränen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist Zeit, die Taschentücher wegzustecken. Dieser Mann steht unter Druck. Auf dem außerordentlichen FDP-Parteitag in Frankfurt versucht Philipp Rösler, Wahlschlappen und miesen Umfragewerten mit einer Rede beizukommen, die frech sein soll. Doch beim Angriff auf den politischen Gegner vergreift sich Rösler mit Verweis auf eine angeblich von den Grünen befürwortete Sondersteuer für dicke Menschen im Ton. Die Kollegen in Dänemark haben das tatsächlich getan. Kein Wunder, dass sich Sigmar Gabriel immer mehr von den Grünen distanziert. Damit nicht genug. Röslers Gag auf Kosten der Linken Sarah Wagenknecht erreicht einen Tag nach Beginn der Karnevalssaison nicht mal mehr Büttenreden-Niveau. So gut sieht die gar nicht aus. Hat ganz kleine Augen. Ich kenne mich damit aus. Da hilft auch die Anwesenheit von Hans-Dietrich Genscher wenig. Der junge FDP-Chef hat nach einem halben Jahr im Amt bereits viel Kredit verspielt. Inhaltlich verspricht Rösler kaum Neues, außer der Absicht, die Finanzmärkte zu regulieren. Konkrete Maßnahmen bleibt er aber schuldig. Und selbst Parteifreunden kommt das Thema zu spät auf die Agenda. Ich hätte mir so deutliche Worte vor zwei Jahren gewünscht. Ich glaube, die FDP wäre nicht so stark abgerutscht, wie sie abgerutscht ist in den Meinungsumfragen. Denn es ist ja der Eindruck entstanden, die Liberalen seien schuld an der Misere, weil sie freie Märkte wollten, weil jeder tun und lassen kann, was er will. Eine Partei ist ernüchtert. Die Bundestagswahl in zwei Jahren sorgt schon jetzt für großes Bangen, auch wegen des Vorsitzenden. Die FDP hat ein großes Stück Arbeit vor sich. Und insbesondere Herr Rösler wird zu den Ankündigungen auch stehen müssen und hart dran arbeiten, sie umzusetzen. Philipp Rösler hat angekündigt, er wird liefern. Er muss jetzt schneller liefern, aus meiner Sicht. Wir haben nur noch zwei Jahre Zeit. Wo die FDP in zwei Jahren steht, das vermag ich im Moment nicht zu sehen. Wie immer, wenn Politiker glücklos sind, werden sie in der Überzeugungskraft nicht besser. Das ist, glaube ich, ein Problem, was wir zurzeit bei verschiedenen Mitgliedern der Bundesregierung haben. In zwei Jahren sehe ich die FDP wieder auf der Erfolgsspur. Wie soll sie da hinkommen? Ja, wenn wir mit unserem Mitgliederentscheid gewinnen, dann zeigt die FDP bei einem zentralen Thema wieder Ecken und Kanten. Und das ist notwendig, damit man am Ende gewählt wird. Sagt ausgerechnet der Mann, der die FDP mit seinem Mitgliederentscheid über die Euro-Rettung an den Rand des Abgrunds führen könnte. Stimmt im Dezember eine Mehrheit der Mitglieder gegen den Rettungsschirm, würde das alle Hoffnungen der Parteiführung auf eine bessere Zukunft zunichte machen. Sie sagen, der Wähler sieht die Themen, die Sie vertreten. Warum wählt er Sie dann nicht? Im Moment wählt er jetzt auf Bundesebene nicht. Da gibt es immer die Anzeichen für Umfragen. Das sind auch Stimmungsumfragen. Und von daher, glaube ich, müssen wir nur mit großer Konsequenz und auch mit Nachdrücklichkeit für die Vorschläge der FDP werben. Und dann sehe ich wirklich gute Chancen. Wir sind auf einem besseren Weg. Am Ende feiert die FDP einen Mann, unter dem sie in die Wahluntiefen der sonstigen Parteien verschwunden ist. Doch Alternativen sind Mangelware.